So, der Pflegedienst zur künstlichen Hüfte. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, Herr Pfleger. Kommen Sie doch erstmal rein. Ist denn alles okay bei Ihnen? Sie sehen so besorgt aus. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Sagen Sie es einfach frei raus. Das ist meist am besten. Aber kurze Frage, wo ist eigentlich Ihre Frau? Im Schlafzimmer. 8 Uhr. Normalerweise ist Ihre Frau um diese Uhrzeit doch schon 2 Stunden unterwegs. Und diesmal wird sie wahrscheinlich nicht mehr wach. Nicht mehr? Was? Warum? Sie wissen doch, wir haben im Leben einfach keinen mehr. Und jetzt? Und meine Frau hatte doch diesen Tumor. Und? Ich habe meiner Frau den letzten Wunsch erfüllt. Sie wollte von dieser Welt gehen. Sie haben nicht ernsthaft. Ich muss durch. Frau Richter, mal die Augen aufmachen. Hallo. Was haben Sie getan? Sie ist schon total kalt und steif. Ich habe ihr alles an Insulin gespritzt, was wir hatten. Jetzt konnte sie wenigstens einschlafen und hat keine Schmerzen mehr. Ja, der Pflegedienst hier. Wir brauchen dringend einmal die Rettung zur Steinstraße 2. Ich habe hier die Patientin leblos vorgefunden. Jetzt kann sie endlich zu ihrem Bruder in den Himmel gehen. Hören Sie, aus persönlichen Gründen kann ich das verstehen. Aber ich muss jetzt leider die Polizei informieren.